herzlich willkommen bei Was bin ich? Ich darf Ihnen gleich unser Kollegium vorstellen. Der Sitzordnung nach Marianne. Guten Abend. Hans. Grüß Gott. Annette. Guten Abend. Und unser Schweizer Kollege Guido. Grüezi genannt. Da ist auch schon unser erster Gast. Der Herr Ernst Albrecht. Selbstständig. Gut, Herr Albrecht. Gut. So, bitteschön, setzen Sie noch. Okay. Welches wollen Sie denn von den Schweindern? Das erste. Das erste. Wir sind ja wieder bei Schweindern gelandet, aber der Waldi lebt noch. Da habe ich vom Volkschor in Röthenbach ein nettes Bild kriegt. Da gibt es also in Röthenbach ein Blumenfest und da haben die einen Blumenwaldi gebaut. Ich glaube, man sieht ihn ganz schön. Ein Blumenwaldi, ein Abschied von unserem Waldi, der uns ja über ein Jahr begleitet hat. So, jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht, das muss ich Sie erst einmal vorstellen, das ist das Allererste. So, dann würde ich Sie bitten, eine Handbewegung zu machen aus Ihrem Beruf. Schon echt, aber nicht verräterisch. Jetzt kann es eigentlich nicht mehr schwer sein. Wieso? Herr Albrecht, brauchten Sie eine besondere Ausbildung, um Ihren Beruf ausüben zu können? Ja. Könnte man diesen Beruf als Handwerk bezeichnen? Ja. Haben Sie dieses... eine Lehre, eine abgeschlossene Lehre hinter sich. Lehre ist ja eigentlich nicht. Gell? Lehre ist eigentlich nicht. Na, sagen wir nein. Größere Erklärungen geben wir nicht. Wissen Sie, das ist ehrlich bei denen. Überlieferung. Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, ja, Gott sei Dank. Wissen Sie, wenn man denen den kleinen Finger gibt, dann sind die schon so da herum. Ach so. Kann man eventuell das, womit Sie zu tun haben, erwerben, käuflich? Ja, das kann man. Das kann man, ja. Ja. Stellen Sie also irgendetwas her? Ja, wir stellen was her. Ist das etwas, was für eine Gegend besonders typisch ist? Kann man eigentlich nicht sagen. Nicht sagen. Ja, man kann es aber auch nicht verneinen. Auch nicht verneinen. Ja. Sind so mitteldurch. 2,50. Ja. Ist es etwas, was man hauptsächlich in der Nähe von Gebirge findet? Ja. Sie haben da Ihren Betrieb, weil Sie selbstständig sind. Sind Sie allein in Ihrem Betrieb tätig? Nein. Sie üben Ihre Tätigkeit im Gebirge aus. Im Gebirge. Und stellen dort etwas her, wie wir gehört haben. Ja. Ist es etwas Schönes, was Sie herstellen? Ja, Schönes kann man nicht sagen. Ja. Ist es dann vielleicht etwas, was angenehm schmeckt, riecht, so in dieser Richtung? Ja, die anderen riechen es sehr gern und die anderen riechen es nicht gern. Ich persönlich rieche es sehr gern. Aha, also es hat etwas mit Riechen zu tun. Ja. Kaufe ich das, damit ich besonders gut rieche? Nein. Aber Sie verwenden irgendein Produkt, was es in der Natur gibt, und bearbeiten dieses Produkt? Nein. Moment. Ah, verwenden. Können wir eigentlich nicht Nein sagen. Sie nehmen ein Naturprodukt und bearbeiten. Jawohl. Wir haben ein Naturprodukt. Ja. Was es in den Bergen gibt. Was es in den Bergen gibt. Auch in den Tiroler Bergen. Auch in den Tiroler Bergen, ja. Da gibt es zum Beispiel Enzian. Gibt's, ja. Ja? Und tun Sie aus den Enzian gewinnen, oder? Nein. Ja, ich möchte der riecht eindeutig gut.
Ich möchte nochmal auf dem Riechen rumhaken. Hat es irgendwas mit Käse zu tun? Käse? Nein. Nein. Nimmt man das zum Beispiel, um die Kühe einzureiben, damit die Bremsen sie nicht stechen? Nein, braucht man nicht. Hat es was mit Bäumen, also Pflanzen und Bäumen zu tun im weitesten Sinne? Nein. Hat es mit Gestein zu tun? Ja. Da könnte man sagen, dass Ihr Beruf nicht nur handwerklich, sondern auch künstlerisch ist. Nein. Wenn ich jetzt wüsste, welche Steine riechen. Ich weiß es einfach nicht. Backsteine. Edelsteine haben manchmal einen ganz bestimmten Geruch. Ist das mehr, sind die Steine, die Sie brauchen, mehr noch im Berg drin? Ja, das kann man schon. Sie sind im Berg und sie sind auch am Tag. Und wo noch? Jürgen. Bei ihm. Bei uns. Ja, das mit dem Riechen irritiert mich so. Was irritiert? Das mit dem Riechen. Ist die Gewinnung bzw. die Bearbeitung dieser Steine, riecht man die? Ja. Mehr die Bearbeitung? Ja. Weil Sie da was schmelzen, schleifen, brennen? Schmelzen, nein. Schleifen, nein. Brennen, auch nein. Brennen? Brennen, dann ist es nicht. Ja. Ja. Sagen ja. Sie ja. Ja, da muss ich auch sagen. Ja, brennen tun wir. Ja, aber nicht die Steine. Ja. So. Ja. Wir werden uns drüber noch unterhalten. Es ist schon das Neunte, da bin ich also nicht mehr so aufgeregt. Und wenn Sie das fertig gebrannt etc. haben, kann ich das sozusagen als Andenken kaufen? Nein. Lieber Herr Albrecht, ich habe aber gemeint, das Einzige, was also nicht passieren darf, ist, dass die Steine ins Feuer tun, sonst verbrennen die ja. Die tun wir aber ins Feuer. Sie machen die Steine heiß, ja. Aber sie tun es nicht ins Feuer. Ja, die kommen ins Feuer. So. Wir machen sie im Feuer heiß. Aha. Also, ich habe das ein bisschen anders gehört, aber ich mein, zunächst mal müssen wir ja sagen, was er ist. Ja, ja. Er ist Steinölbrenner. Steinölbrenner. Und zwar gibt es also ölhaltigen Stein. Ja. Wir haben da ein Muster, wenn es mir das einmal schnell hergeben. Also wenn er hat, ja, da hat es jetzt was erzählt. Also, wir vier Brüder Albrecht in Bertisau am Aachensee, wir sind die einzigen Steinölbrenner. Aber nicht nur in Tirol, in ganz Österreich und Deutschland. Wir brennen da so einen Stein. Das ist ein Edelstein, der ist zwischen 80 und 100 Millionen Jahre alt, hat 5-6% Fischfett, Fischöl, und das Lager da hinten im Bechental, das ist im Aachenseegebiet, das ist zwischen 5 und 6 Millionen Tonnen von den Geologen geschätzt. Das ist also ein so 80 oder 90 Millionen Jahre alter Stein, da kommt man sich ganz jung vorgegeben, und das ist eine besondere Rarität. Da sieht man nämlich noch einen versteinerten Fisch. Ich glaube, man kann es ganz deutlich unterscheiden, sogar die einzelnen Schuppen. Und da herum sieht man also den Schwanz, die Schwanzflosse sieht man ganz deutlich. Also eine Rarität, eine solche Versteinerung zu finden. Ja, ja. Und dieser, wie seid ihr denn drauf gekommen? Ja, da sind wir so drauf gekommen. Seid jetzt eigentlich so, man hat früher in Seefeld auch Steinöl brennt. Aber da ist kein Stein mehr. Und unser Vater ist von der Gegend, von der Zierler Gegend, und hat sich in Bertisau angesiedelt. Und ich muss jetzt das davor noch sagen, das möchte ich jetzt noch davor sagen, man hat in den Tal schon ganz früher Steinöl brennt, vor viele Hunderten von Jahren. Und der Stein ist nachher wieder in Vergessenheit geraten. Da der Diegel beweist, dass es schon vor viele hundert Jahren dort Steinöl brennt haben. Und der Stein ist wieder in Vergessenheit geraten. Und unser Vater. Und unser Vater Martin Albrecht ist einmal ins Bechental umgegangen, Steine suchen. Und wie er da auf dem Tiefenbacher Hachleger raufgekommt, ist ein Wetter reingekommen, da ist ein Stein suchen gegangen, ist ein Wetter reingekommen,
und die ist da in der Sennhütte untergestanden. Wie er da so bei der Essen zu wie sitzt, klopft er einen Stein auseinander beim Feuer und schmeißt so ein Stein im Feuer rein. Er sieht, dass der Stein brennt. Jetzt hat sich ausgestellt, dass die ganze Sennhütte auf Elstein steht, der nur 300 Meter weiter ins Tal gelangt. Als wir die Sender gesehen haben, dass da der Stein brennt, haben sie das Kreuz gemacht und sind aus bei der Tier. Ich glaube, ich muss das einmal übersetzen für die, die nicht so gut Tirolerisch können. Ja. Sein Vater hat also auf einem Spaziergang durchs Gebirge, wo er Steine gesucht hat, einen solchen Stein mitgenommen. Da ist der Unwetter gekommen, er hat sich in eine Sennhütte geflüchtet, hat da einfach einen Stein auseinandergeklopft und hat ein Stück ins Feuer geworfen und dieser Stein hat im Feuer gebrannt. Wie die anderen Senner, die mit dabei waren, das gesehen haben, sind die so erschrocken, dass sie das Kreuz gemacht haben und davongelaufen sind. Er aber, der ja aus einer Gegend kommt, in der man die Steinölbrennerei gekannt hat, hat natürlich sofort erkannt, was das ist. Ja. Und nun hat er sich, glaube ich, die Schürfrechte gegeben. Die habt ihr heute noch. Ja, ne? ja. Also ihr dürft nicht die Bäume auf dem Gelände, auf dem Berg schlagen, die kann jemand anderen. Jawohl, aber was unter Boden unter Boden ist, das dürft ihr ausbeuten. Ja. Ne? Und jetzt? Und dieses Steinöl gewinnt ihr auf einem Vorgang, den wir uns dann anschauen. Jawohl. Den haben wir dann viel gemacht. Da und was rauskommt dabei, ist ein Öl oder eine Salbe. Ja, das ist so. Das Steinöl wird dann destilliert. Da wird das Thiazeptöl gemacht für Diodol. So, da kommen wir jetzt, deshalb sage ich das nochmal. Im Grunde genommen erhitzen Sie doch den Stein. Jawohl, dann machen wir so, heiß. So, damit das Öl gasförmig entweicht. Jawohl. Und dann wieder eingefangen wird. Jawohl. Aber Sie haben ihn doch da nicht im Feuer, sonst verbrennt doch das Öl. Ja, da ist schon in der Feuerzone. Das sind Efen, die sind 5-6 Meter hoch, 1,5 Meter breit und da kommt der Stein faustgroß rein. Und dann wird er erhitzt. Und das Öl dort vergasen. Lass mir den Film schauen. Wird der Stein, jetzt oben im Tagbau wird gebrochen. Dann wird er rausgefahren mit dem Wagen, kommt mit der Salbe und zur Brennerei runter. Ihr habt das ja noch mit den Kraxen tragen müssen. Ja, wir haben das Öl, haben wir 20 Jahre lang mit den Kraxen, wir vier Brüder übers Joch haben wir tragen. Kraxen ist eine Art Holzrucksack. Und inzwischen haben wir noch einmal eine Salbe umgebaut. Und durch die Initiative von Forstmeister Schwab aus Aachenkirch, der hat für die Holzbringung einen Weg eingebaut. Jetzt könnt ihr hinfahren, ne? Ja. Jetzt könnt ihr hinfahren. Und jetzt können wir direkt hinfahren, den Weg dürfen wir auch benutzen. Da sind wir jetzt bei der Fabrikation. Da wird der Stein reingeschmissen in die Efen. Also die Steine kommen ins Feuer? Ins Feuer. Sehen Sie, da ist der Mann, der was die Steine in den Ofen reinschmeißt. Ja, aber bei Ihrem Vater sind doch die verbrennt. Auf der Sennhütte drum. Ja, der Stein brennt. Ja gut, aber das Öl doch weg. Was brennt, ist ja nicht der Stein, sondern das Öl, ne? Ja, freilich. Aber beim Vater oben, da hat halt das Öl brennt. Wenn man so einen Stein so reinschmeißt. Aber da innen, das ist unter, da ist der Sauerstoff weggenommen. Aha. Und der tut nur glimmen. Aha. Und die Gase verbrennen nicht, die Ölgase, die saugen wir mit Exhaustoren ab und da werden sie kondensiert und Stornel ist da. Und das ist dann eine dunklere... Eine dunklere Masse, ja. Dunklere Flüssigkeit. Flüssigkeit, ne? ja. Das ist so zum Beispiel. Da rinnt das Stornel raus. Also der Bauer bei uns in Tirol, es gibt keinen Bauern, der nicht unser Stornel hat von Aachensee. Und die nehmen es für was? Mein Gott, die brauchen es für Salzmilch, als Heilzwecke. Aha, gegen Rheumatismus? Ja, und dann wird das Öl, das Stornel wird auch zum Teil sulfoniert, da wird es wasserlöslich gemacht. Da gibt es kein besseres Mittel gegen Rheumatismus, Gelenksentzündungen, Nervenentzündungen. Ja. Das glauben die nicht, gell? Ja, das glauben die schon. Ja, die Bauern wissen es ja, dass das ist. Nein, nicht nur die Bauern. Und bei der Steinelsalm, da sagen sie in Tirol sogar der Haussegen. Ja. Hängt der auch manchmal schief? Ja. Der Haussegen nicht, gell? Nein, der hängt ganz gerade. Ja, wir haben also eine ganze Menge gelernt. Die Sau ist auch voll geworden. Ist sie voll geworden, ja. Ja, völlig voll geworden. Ja. Gut, vielen herzlichen Dank, Herr Bitte. Albrecht. Und gute Hände, wenn Sie Ihren Stoß selber mitnehmen könnten, sonst kriegen wir den, glaube ich, nicht raus. Genau, Wiederschauen, für Gott, danke. Wiederschauen. Schwein tun wir da. Wiedersehen, für Gott. Darf ich vielleicht noch da in die
In die, was so geraten haben, so schwer in jeden das Alm geben. Ja. Das wäre und ihnen auch eine? Ja. Ja, das brauchen die dringend. Das brauchen sie dringend. Dann müssen sie das erkennen. Das geben wir dann nachher, gell? Ja, das geben wir dann nachher. Gleich nach der Sendung. Ja, ja, ja. Gut. Ja. Ich danke auch, danke. So, also wiedersehen. Nehmen wir es nur ein bisschen den Großen. Das andere halt dann schon die Idee ab. Ne? Ja.